Auf der letzten Pressekonferenz, da hat es Thomas Tuchel erstmals getan. Er sprach über einen möglichen Abgang und einen möglichen Transfer von Leon Goretzka und er vermied eben, seine Treue zum Spieler zu bekennen. Und jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Jetzt wurde jetzt eben publik, dass man ein Preisschild für Leon Goretzka festgelegt hat. Zudem könnte es jetzt ganz schnell gehen, denn es soll bald ein Angebot von Al-Nassr aus Saudi-Arabien für Sadio Mané kommen. Es könnte zu einem Blitzabgang durch ein Mega-Angebot des Senegalesen kommen. Das und noch mehr hier in diesem Video. Vorab lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf diesen Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen, und schaut auch gerne auf Instagram vorbei. Ja, auf der Abgangsseite wird sich beim FC Bayern München noch einiges tun. Wird einer dieser Spieler, der den FC Bayern verlässt, Leon Goretzka sein? Wenn es nach Trainer Thomas Tuchel geht, dann könnte das wohl eine Option sein. Denn ein Verbleib des 28-Jährigen über den Sommer hinaus, der ist definitiv nicht garantiert. Und es geht noch weiter, denn so wird es jetzt von Sky berichtet, es ist klar, mit Rafael Guerrero und Konrad Leimer hat man zwei Neuzugänge erhalten, die beide auf jeden Fall im defensiven Mittelfeld spielen können. Und es soll tatsächlich so sein, dass Thomas Tuchel aktuell, sollte er keinen neuen Sechser bekommen, plant, mit Konrad Leimer als Stammspieler, als neuer Mittelfeldpartner von Joshua Kimmich zu arbeiten. Die Doppel-6 Kimmich-Goretzka, die wäre damit Geschichte und Leimer-Kimmich wäre ab nächster Saison gesetzt. Aber wenn das passieren sollte, dann könnte sich auch nochmal Leon Goretzka einen Wechsel im Sommer überlegen. Denn Stand jetzt sieht es da ja so aus, er möchte den Verein nicht verlassen und möchte sich auch bei der neuen Konkurrenz komplett durchkämpfen. Anders sieht es aber anscheinend sein Verein, denn wie eben jetzt auch Sky berichtet, ist man im Sommer bereit, Leon Goretzka zu verkaufen und hat ihn jetzt ein Preisschild verpasst. Die Summe, die da genannt wird, sind 40 bis 50 Millionen Euro. Ab da wäre wohl der deutsche Rekordmeister gesprächsbereit. Und es gibt auch schon einen konkreten Interessenten. Denn das ist der Premier League Club Manchester United. Sie haben konkretes Interesse, die Red Devils. Die beobachten die Situation von Leon Goretzka und den Spieler ganz genau. Denn sie wissen es, sollte Goretzka auf den Markt kommen, dann sind sie definitiv nicht der einzige Club, der sich hier anstellen wird. Bei United würde das natürlich super passen, man ist auf der Suche nach einem klassischen Box-to-Box-Spieler und genau das ist natürlich Leon Goretzka. Und der Typ ist, das wisst ihr alle, ein absoluter Büffel und ich könnte mir schon gut vorstellen, dass er so von seinen Attributen sehr, sehr gut in die körperbetonte Premier League passen würde. Stand jetzt muss man aber einfach nur sagen, Leon Goretzka will den Rekordmeister nicht verlassen. Das hat Sport 1 berichtet, er will um seinen Platz kämpfen. Und außer diese leichte Andeutung oder das Vermeiden eines Treuebekenntnisses wurden bisher keinerlei Anzeichen in Richtung des Spielers gemacht. Bei Sadio Mané, zu dem wir gleich kommen, da war es ja schon wieder anders. Da wurde ja schon gesagt, ja hier, du musst definitiv den Club verlassen, wir planen hier ohne dich. Das war bei Leon Goretzka noch nicht der Fall. Also Stand jetzt ist noch nicht alles auf Abschied gesetzt, aber es könnte natürlich jetzt nach und nach immer mehr in die Richtung Abschied gehen. Aber damit kommen wir auch zum zweiten Thema, denn das ist Sadio Mané. Auch zudem hat sich Thomas Tuchel geäußert, er sagte, er kennt meine Meinung, er kennt die Meinung des Clubs und damit war natürlich gemeint, weder der Club noch der Trainer plant mit dem Spieler und man hat ihm einen Abschied nahegelegt. Er hat bereits das Go vom FC Bayern München bekommen, er darf in die Wüste wechseln, er darf mit anderen Clubs verhandeln, genau dasselbe gilt für Al-Nassr, die haben sich auch das Go abgeholt, dass sie mit dem Spieler verhandeln dürfen. Und jetzt gab es eben einen Bericht in einer saudischen Tageszeitung. Demnach ist es so, dass Al-Nassr innerhalb der nächsten 24 Stunden ein offizielles Angebot für Mané beim FC Bayern München einreichen wird. Sprich, wenn ihr das Video seht, könnte das Angebot bereits da sein oder es steht zumindest unmittelbar bevor. Und somit könnte es, wenn hier ein Mega-Angebot eintrudelt, tatsächlich ein Blitzabgang von Sadio Mané immer noch möglich sein. Die finanzielle Schmerzgrenze beim FC Bayern München, die liegt so bei 20 Millionen Euro. Man hofft aber auf Seiten des FC Bayern Münchens, dass man das Ganze so nah wie möglich an die 30 Millionen Euro Marke heranhandeln kann. Das wäre tatsächlich ein echter Millionenregen für die Bayern und sie könnten ihren, ja, man muss einfach so sagen, Fehleinkauf hier wieder gut machen. Vorher muss Al-Nassr aber tatsächlich, bevor sie neue Spieler verpflichten, noch eine kleine Strafzahlung an die FIFA leisten, weil man da wohl bei den letzten Transfers mehr oder weniger ein paar Zulagen oder leistungsbezogene Sonderzahlungen, Boni, nicht gezahlt hat. Und wenn dann das erledigt ist, dann steht einem Transfer von Sadio Mané nichts mehr im Wege. Also es könnte sich hier um zwei richtig schnelle Bayern-Abgänge handeln. Alles dazu erfahrt ihr natürlich hier auf diesem Kanal. Lasst gerne ein Abo da. Bis dann, Leute.